So, hier mal zum Vergleich. Meine XT 600 zu der Glanville 250. Baujahr 87, alles original bis auf den Sebring-Auspuff. Den habe ich mir mal extra gold-eluxiert zu den gold-eluxierten Felgen gekauft und der Sound ist natürlich auch normal. Ich möchte es jetzt allerdings nicht anmachen, weil die mir echt Probleme macht mit dem Kickstarter. Und das möchte ich gerade meinem Sprunggelenk nicht antun. Ist auch der Grund, warum ich mir jetzt die Brixen gekauft habe. Die ist gegen die XT eigentlich schon fast ein Kinderfahrrad. Originalkilometer. Also besonders viel bin ich mit der nicht gefahren, weil die stand auch immer wieder längere Zeit.